Achtung! Dieser Part des Minecraft-LPs kann sehr verstörend wirken. Hallo ihr lieben Menschen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe eine Wette verloren und deswegen muss ich jetzt leider mindestens 5 Minuten der neuen Folge so bescheuert reden. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und ich denke mal, wir waren ja das letzte Mal auf Wollesuche und auf Baumhau-Ab Suche und haben ja viele, viele Bäumchen gehauen und deswegen sollten wir das vielleicht mal verarbeiten. Das ganze Zeug, was wir da mitgebracht haben und so. Ja, also, wir wollen das ganze Holz verarbeiten. Ich weiß, ich könnte da auch einfach ein anderes Tastenkürzel benutzen, aber ich mache das irgendwie immer so, weil ich mir das total so angewöhnt habe. Ich weiß auch nicht, das ist alles ein bisschen engartig. So. Schön. Wir haben jetzt also mehr Holz als vorher und haben das zu Holzplatten verarbeitet. Und irgendwie fängt es jetzt an zu stocken. Und ich weiß nicht warum. Das finde ich jetzt nicht so gut. Aber ich glaube, wir können damit leben. Wir brauchen natürlich noch mehr Werkzeuge, denn wir haben bisher irgendwie nur eine Spitzhacke und eine Axt und eine Schere. Wir haben keine Schaufel. Und das müssen wir ganz dringend noch nachholen. So, dann bauen wir uns jetzt einfach mal eine schöne Schaufel. Denn, ja, wir müssen ja auch manchmal durch die Erde. Mit dem Kopf durch die Wand. Nein, ich meine natürlich mit dem Kopf durch die Erde. Und da braucht man Schaufeln und sowas, weil das ist ja ansonsten alles blöd. Das Holzschwert brauchen wir aber nicht mehr. Und die Wolle hier brauchen wir auch gerade nicht. Und die hellgraue Wolle brauchen wir auch nicht. Den Dirt behalten wir. Den da tun wir weg. Und ein paar von den Holzdingern können wir auch weg tun. So, das kann weg. Und ich brauche ganz dringend eine zweite Kiste. Unbedingt. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal ganz fix und machen da eine zweite Kiste. So. Hab. Gib das Ding. So. Und jetzt ganz schnell eine zweite Kiste. Und dann kann der ganze Rest da auch noch rein. So, das Zeug, was man so nicht braucht, weil es unnötig ist. Und so. So. Fackeln haben wir noch. Das können wir dahin tun. So. Schön. Jetzt heißt es weiter untersuchen. Und gucken, dass wir irgendwie es hinkriegen, weiterhin unseren Lebensraum aufzubauen. Viele waren dafür, nicht umzuziehen. Das heißt, wir bleiben hier. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Auch die anderen, die für Umziehen gestimmt haben, können damit hoffentlich leben. Und was fehlt denn uns jetzt noch? Uns fehlt jetzt eigentlich noch so ein bisschen was... Ah! Was ist das denn? Bist du eine Wolke gewesen? Ich bin verwirrt. Ja, uns fehlt dann jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen Hübschheit. Und vielleicht auch noch ein bisschen Hübschheit an unserem Haus. Und ich denke mal, das können wir sehr gut lösen, indem wir einfach mal weiter in unserem Haus arbeiten. Ja. Mhm. An dem Häuschen. Und vielleicht an unserem Vorgarten. Denn der sieht irgendwie noch nicht so schön aus. Und zwar würde ich persönlich gerne den ganzen Berg hier wegmachen. Das ist nämlich total blöd, einen Berg im Vorgarten zu haben. Weil ich meine, wer will denn schon einen Berg im Vorgarten? Das ist doch total doof. Bist du Sand? Was auch immer das war. Ja. Und deswegen machen wir das einfach mal ganz fix. Und bringen das alles auf eine Ebene. Und dann hoffen wir, dass es ganz bald schneit. Damit dann hier wieder schön Schnee liegt. Und ich dann wieder mich fühle wie bei Santa zu Hause. Und dann ist auch wieder alles cool. Ja. Und wie gesagt, es tut mir total leid, dass ihr das jetzt ertragen müsst. Aber das ist halt einfach eine ganz blöde Wette gewesen. Und diese ganz blöde Wette ist irgendwie... Ich habe sie verloren. Und das war mein Einsatz. Und deswegen muss ich jetzt so bescheuert reden. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Weil, ja, die einen finden es süß, die anderen finden es vielleicht nervig. Wie es euch geht, das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben.
sagt mir das einfach. Und ich weiß nicht mehr, warum Minecraft so stockt. Ich habe das letztes Mal schon gesagt und ich weiß es immer noch nicht. Es ist irgendwie ganz eklig. Ich habe da auch schon ganz viel runtergesetzt und so. Und, ach, Manu. Keine Ahnung. Irgendjemand hat mir geschrieben, ich soll doch gucken, dass ich das richtige Java für mein Betriebssystem drauf habe. Und das habe ich natürlich. Also, ich habe ein 64-Bit-System und habe auch 64-Bit Java drauf. Aber irgendwie tut es trotzdem manchmal noch stocken. Ich weiß nicht. Das ist komisch und doof. Aber ich habe ja sowieso gesagt, ich spiele, glaube ich, nur bis zum ersten Tod oder so. Weil viel länger habe ich da auch keine Lust. Ich möchte nicht so ein endlos langes Let's Play von Minecraft machen. Das ist ja irgendwie auch doof. Das ist dann so endlos lang und ihr fühlt euch dann auch bestimmt total bescheuert und weil es einfach so lang ist und das ist doch dann doof. So, wir überbrücken mal ganz kurz die Nacht. Denn ich sehe da schon einen Creeper und ich glaube, der Creeper will uns creepen. Jojojojojoj. Das will ich aber nicht und deswegen hops. Ganz schnell geschlafen und mal kurz einen Schluck aus der Tasse genommen. Njam, njam, njam. Die nächste Folge wird natürlich wieder normal kommentiert. Ich find's furchtbar. Es ist ganz furchtbar. Der Creeper gammelt da immer noch rum. Das gefällt mir nicht. Aber da brennt ein Zombie. Hallo Zombie. Zombie, du brennst. So. Ich glaube, er ist tot. Wir sammeln das mal kurz auf, was er uns da fallen lassen hat. Jo. Okay. Den Creeper ignorieren wir einfach, weil bevor wir sterben, das muss hier auch nicht sein. Hopp. Hopp. So. Und falls man das Rumgeschrei im Hintergrund hört, das ist gerade meine Mutter, die sich irgendwie streiten muss. Ich weiß nicht, ich finde das unnötig, aber wenn sie meint, das liegt dann einfach an Großmembraner. Miau. Es tut mir leid. Wir füllen Schokomoos. Einfach hier so hin. Und irgendwie warte ich dann nur drauf, dass es noch schneit, damit das dann alles schön wieder einheitlich schneeig ist. Und dann bin ich schon zufrieden. Das gibt es doch nicht. Warum fängt das irgendwie immer an zu stocken? Ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. Ich habe jetzt wirklich schon die Render Distance runtergesetzt auf normal und die Graphics auf fast und ich habe keinen blassen Schimmer, woran das noch liegt. Aber naja, ich glaube, da kann ich auch nicht viel machen. Außer mich entschuldigen und ihr müsst da leider durch. Das ist irgendwie doof, aber naja, was soll man machen? So, da haben wir unser Haus doch schon recht gut hingesetzt. Ich würde sagen, wir machen hier so noch einen Anbaute dran. Denn ich finde das total doof, dass wir immer alles auf einem Raum haben. So in einem Raum haben, das ist, gefällt mir nicht. Und hinten runter möchte ich auch noch eine Anbaute machen. Weil, ich persönlich der Meinung bin, dass man, vielleicht noch so eine Art, wie nenne ich das denn jetzt? So eine Art, Grabungsraum macht. Also, hinten ran, hinten runter, machen wir noch einfach so ein bisschen ein Grabungsräumchen oder so. Oder, ja, so irgendwie. Ne? Ich finde irgendwie, was ich mit der Stimme total hilflos klinge, als hätte ich keine Ahnung von gar nichts. Das ist voll schlimm. Ich fühle mich gerade voll bescheuert. Oh Mann, oh Mann. Dafür kriege ich aber hoffentlich einen ganz großen Keks. Sonst werde ich echt sauer. Warum lasse ich mich eigentlich immer auf so blöde Wetten ein? Das ist doch ernsthaft bescheuert. Das ist doch so bescheuert. Und vor allem alle Leute denken immer, das ist ein Stimmverzerrer. Das ist aber gar keiner. Meine Güte. Ich glaube, das käme bestimmt in einem Horrorspiel gut. So Silent Hill oder Amnesia oder so. Da so eine Stimme, das wäre doch der totale Angsthemmer, oder? Wollte die totale Hämmerung. Ach Gott. Seht ihr? Da setzt sogar mein Gehirn aus. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Hab's. Hab's. Und hier machen wir ein Fenster rein. Aber vorher müssen wir ja irgendwie in unser altes Haus reinkommen. Tschüpp. Tschüpp. So.
noch ein bisschen Holz. Chip, chip, chip. Chip, chip, chip. Chip, chip, chip. Hab. Und da müssen wir einfach noch ein bisschen Glas reinsetzen. Wir haben nur noch zwei Glas. Haben wir noch Sand? Ja, wir haben immerhin noch Sand. Das ist doch immerhin schon mal gut. Dann nehmen wir mal den Sand und müssen den Sand, leider noch ein bisschen verbrennen. Hab. Jo. Falsches Ding. Ofen. Da. Ofen. Nimm an. Schluck. So. Okay. Aber wir haben zwei Glas. Das ist schon mal gut. Dann. Oh nö. Okay. Blöd. Ich weiß nicht, wieso das kam. Blöd. Oh, oh Mann. Doof. Doof, doof. 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 So. Ey, er zeigt mir an, ich habe über 200 FPS, ja? Und er fängt dann plötzlich einfach an zu stocken. Manu. Find ich uncool. Das, ich glaube, ich google das Problem einfach gleich mal. Oh, da draußen ist ein Brumm-Brumm-Lastfahrer. Ein Last-Brumm-Brumm-Fahrer. Das, oh je. So. Jo. Und da machen wir einfach ein Lagerraum draus. Das ist so unser Lagerräumchen. Und hier hinten Lagerräumchen. Oh, okay. Das Lagerräumchen. Und da könnte man doch eigentlich... hier... einfach runterbuddeln. Das ging mir dann voll in den Vorgarten, aber das macht ja nichts. Hopp. Und dann wieder hopp und ja. Immerhin umhergezwitscht hier. Ist ja fürchterlich. So. Ab wann kann ich das dann wieder zumachen? Das kann dann, das überdecke ich einfach mit Holz. So, so. So, so, so. So, so. Okay. Denke mal. Bling, bling. Bling, bling. Ja, das müsste hinhauen. Dann ist das einfach meine Grabungsstätte. Und, Moment, da fehlt noch da ein Stück Holz. So. Wie ihr seht, ich arbeite total viel und gerne mit Holz. Weil Holz ist total cool. Verdammt! Das ist doch doof hier. Manu. So. Chip, 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 chip. 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 Und chip. 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 So. Erstmal machen wir jetzt hier das dicht. Und dann machen wir hier eine Tür rein. Ja, so, das passt. Die Tür machen wir jetzt einfach zu. Da machen wir auch auf. So. Und das wird unser Grabungsraum, den ich ja gerade schon angekündigt habe. Hopp. 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 Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das dachte. Wir versuchen es einfach mal. Kommen wir da nach unten? Kommen wir da wirklich nach unten? Ich denke mal, ich hoffe mal, wo ist jetzt die Tür? Da. Ja. Es funktioniert. Wie schön. Und hier können wir dann einfach eigens buddeln und uns Sachen abbauen. Wie zum Beispiel Eisen. Ich denke, das ist Eisen. Ist das Eisen? Ich glaube ja. Eisen. 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 Eisen.
So, wir müssen noch ein bisschen weiter runter, weil da drüben ist ja der See. Und ich finde das immer total scheiße. Weil nicht, dass mir das dann irgendwie... ich erschrecke mich jedes Mal. Nicht, dass uns dann irgendwie dann so... Nee. So aber nicht hier. Nicht, dass uns dann hier irgendwie was entgegenkrabbelt und... hui, Überraschung. Das wollen wir ja auch nicht. Hopp. So. Mip. Nach unten graben wir. Tralalalala. Nach unten. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die Folge nenne. Wie auch immer. Das war der letzte, also einer der, das war ein Minecraft-Part von mir, für euch. Ja, wir machen das nächste Mal hier vielleicht weiter, eventuell, hoffentlich dann ohne FPS-Einbrüche. Und, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die Stimme als sehr nervig empfindet. Tut mir leid, das war ein Wetteinsatz. Oh mein Gott, ich habe halt eine Wette verloren und dann musste ich das tun. Und oh Gott, es tut mir so leid. Ja, also, wir sehen uns das nächste Mal bei Minecraft. Bis dahin, Küsschen, Tschüsschen, Tschüssen.